Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen hier heute rein und holen uns direkt am Anfang Klaas-Jan Huntelaar ab. Und wir werden auch ein bisschen wieder, ich denke mal, die 146er ist heute mindestens am Start, weil ich glaube, ich habe genügend Vorteilspunkte am Start. Des Weiteren, ich habe mein Biene-Maja-Kostüm bestellt. Das kommt ungefähr Donnerstag, Freitag an. Je nachdem, wann es ankommt, gibt es dann natürlich die erste Folge. Eine Woche lang werde ich dann mit dem Biene-Maja-Kostüm, ja, hier die 20-Uhr-Folge aufnehmen. Hier, Klaas-Jan Huntelaar, seht ihr ja schon. Donnerstag kommt dann ein neues Event. Donnerstag bin ich live, aber ich bin auch morgen Abend live, weil morgen Abend, er ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber morgen Abend kommt doch das Play of the Month-Turnier raus, oder? Oder ist es nächste Woche? Ich glaube, das ist diese Woche, ne? Ich glaube, morgen. Schreibt mir gerne bitte zeitnah in die Kommentare, vielleicht schon direkt, wenn ihr die 20-Uhr-Folge schaut, aber ich glaube, morgen kommt das Play of the Month-Turnier raus, das heißt, da ich am Montag nicht gestreamt habe, streame ich ja zweimal wieder. Also Mittwoch und Donnerstag. Donnerstag zum neuen Event und Mittwoch zum Play of the Month Turnier. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich hab Bock drauf. Und wir holen uns Klaas-Jan Huntelaar ab. Klaas-Jan Huntelaar. Da muss ich, also mit ihm, mit dem Hunter, muss ich heute ein paar Spiele machen. Stats hat er eigentlich gar nicht so verkehrt. Natürlich jetzt nicht der schnellste. Ende einer Ära-Karten. Die sind aber eh immer alle mega, mega nice. So, und bevor ich jetzt vergesse, ich muss noch die SBCs machen. Und die mache ich jetzt. Sodass wir heute vielleicht noch den einen oder anderen Rang verbessern können. Ich brauche einen Top-Transfer-Spieler. Habe ich einen? Habe ich überhaupt einen? Ich glaube nicht, oder? Top-Transfer? Ah, doch. Hier. Mandragora nehme ich einfach rein. Jovic ist mir dazu zu gut. Dann kann ich ja hier einfach noch ein paar Goldspieler reinhauen. Und dann passt der Lachs, ja. Hier so ein 77er. Zwei Goldspieler. Jetzt brauche ich aber 80er. Jetzt brauche ich 80er Spielerchen. Sancho nicht. Ja, komm, ich stelle mal ein hier. 79, das sollte ja auch mit ausreichen. Habe ich überhaupt welche, die... Ja, hier Roman Böki, Abfahrt. Und ich muss ja noch eine SBC machen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen... hier, Waman Gituka kommt einfach rein jetzt hier. Let's go. Egal. Abfahrt. Bam, bam. Tschüssikowski, Rangpunkte sind am Start, fortgeschrittene SBC, zack, zack. Aber jetzt für die andere SBC, glaube ich, brauche ich ja noch ein besseres Team, weil es die epischen Punkte sind. Ja, ich brauche ein 85er Team und ich brauche zwei Top-Transfer-Spieler. Uiuiui, da stoße ich von meinem Döner auf, ich habe eben Döner gegessen. 85er Team. Ja komm, Marco Reus kommt rein. Sancho Pancho kommt rein. Neuhaus kommt rein und jetzt brauche ich sowieso noch zwei Top-Transfer-Spieler, die ich mal easy peasy, die günstigsten, kaufe ich mir jetzt mal, weil Jovic will ich da nicht reinhauen. Keine Ahnung, was zahle ich für so einen Spieler? 100.000 nicht, 400.000 Münzen? Ja, hier, easy, easy, Zirkzee, 270.000, ja, Willock, 300, hier, 290, nehmen wir Willock mit, Willock, Willock, Willock und dann... Ja, ist ja vollkommen egal, wer hier zückt, sie ist am günstigsten mit, weil er halt nur 84 hat. Hier 250.000, Joshua, der spielt jetzt in Italien, hab ich gar nicht gewusst, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber nur ausgeliehen von den Bayern, ne? Joshua zückt sie. Ja, jetzt könnten die Bayern den guten Joshua zückt sie gebrauchen, wo Lewandowski verletzt ist. Weil jetzt haben sie ja nur auch theoretisch Erik Maxim Choupo-Moting. Aber lasst mal sich Erik-Maxim Choupo-Moting verletzen und dann, wer soll im Sturm spielen? Dann würde ich notgedrungen Müller in den Sturm stellen. Weil ich finde, Müller wird es da auf jeden Fall nicht verkehrt machen. Apropos Bundesliga, apropos Champions League, wieso ist denn hier der Dings weg? Zirkzee hat 84, ja moin. Champions League ist ja die Woche, beziehungsweise heute schon. Sehr, sehr geil, freue ich mich drauf. Endlich wieder Fußball unter der Woche. Und wieso ist Zirkzee nicht da? Den habe ich doch gerade gekauft. Da ist er doch. Mittelstürmer ist der Frechdachs. Okay, jetzt habe ich es aber lange. Das war eine schwierige Geburt. So sagt man es ja. Das war eine schwierige Geburt. SBC ist durch. Saftig, knaftig. Ich überlege gerade, spiele ich das noch? Das sind aber nur die Verhandlungspunkte, ne? Und mit den Verhandlungspunkten kann ich sowieso nicht so viel anfangen. Weil die Verhandlungspunkte brauche ich ja nur.
Brauche ich ja nur hierfür. Und für Boni sind das, das sind ja andere Punkte hier, ne? Ja, das sind die Transferdinger da. Okay, da kann ich mir aber auch hier die nächsten Belohnungen noch holen. Und vielleicht hole ich mir, Leute, vielleicht hole ich mir den Standardpass. Den Premium-Pass hole ich mir nicht, weil ich bin ja Free-to-Play unterwegs. Kapi? Kapi-Mappi? Aber das war wenigstens nochmal ein Özil zusammenkriegen. Eigentlich wollte ich Khedira haben, aber Khedira wird, glaube ich, nichts. Dafür brauche ich auch den Premium-Pass. Und jetzt noch den Premium-Pass so auf Krampf zu kaufen am Ende? Weiß ich nicht, Jungs, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil, ihr seht es ja, ich habe hier 425 Punkte jetzt. Ich habe nicht mal die Hälfte für Sami Khedira. Ein Özil würde ich auch fühlen, aber Özil brauche ich eigentlich nicht. Ne, den können wir vielleicht irgendwann mal für eine Challenge benutzen. Alex, schlag dein Challenge-Buch auf. Und Khedira würde halt für das Hertha-Team gut sein, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen, erstmal die Vorteilspunkte hier. Ich müsste, ja, ich habe über 1000, das heißt, die 146er ist am Start. Ich habe wieder ein bisschen aufgeholt zu den ganzen Verrückten aus der Liga, zu Raphael und Co. Aber nur ein ganz kleines bisschen aufgeholt. Jetzt brauche ich 1100 fürs nächste. Belasten. 353 habe ich noch. Und somit gucken wir mal wegen den Rängen. Vier Ränge. Vier Ränge werde ich nicht hinkriegen. Aber vielleicht kriege ich Rang... Hier, Philipp Lahm kriegt einen Rang. Auf Ehre. Jawohl. 88er Spieler. Kommt Diego Demme rein. Diego Demme kommt da rein. Let's go. Und somit war es das auch mit den Rängen, glaube ich, ne? Weil... Ich habe nur noch die seltenen Punkte sind das Problem. Ich habe 5 seltene jetzt nur noch. 5 seltene klitzekleine Pünktchen. Somit, ja komm, mache ich mal Klose kurz heute raus. Ich spiele ein paar, ich spiele 2 Versus-Angriffsspiele mit dem Hunter, Jungs. Ich spiele 2 Versus-Angriffsspiele mit dem Hunter. Und mal schauen, wie er sich so anstellt. Und wie er sich so steuern lässt hier, der Klaas-Jan Huntelaar. Schauen wir mal. Abfahrt, gehen wir rein. Erstes Game. Und mal gucken, was wir für einen Gegner bekommen. Wahrscheinlich einen Gegner, der wie oft habe ich gerade wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden gesagt? Ich glaube 5 Mal oder so, ne? So. 122. Ich habe 22 Gesamtbewertungen besser. Huhu. Der Gegner hat so einen Hals, Jungs. Der Gegner hat so einen Hals. Ja, ja, genau. Genau den Smiley haue ich auch um raus. Ja, moin. Ich feiere es. Ich feiere es nicht so ganz, dass EA so einen April-Scherz mit uns gemacht hat, aber ich feiere es, dass A, Klaas-Jan Huntelaar jetzt hier so ein schönes Tor macht und B, dass diese Emojis wieder da sind. Die sind einfach die besten hier. Daumen nach oben. Episch. Klaas-Jan Huntelaar und zack dich, zackig, knackig. Hey, hey, Lewandowski, hey, hey. Ich mache jetzt nach jedem Tor diesen Emoji da. Nach jedem Tor. Der Gegner hat ja nicht abgebrochen. Ansonsten würde man es ja da oben sehen. Ich glaube, das, Leute, ich glaube, das nervt den Gegner so richtig, ne? Das triggert den Gegner sowas von megamäßig aus der Hölle. Lionel Messi. Und nochmal. Huch. Okay, ich höre damit auf, Jungs. Ich würde selbst auch ausrasten, wenn der Gegner jedes Mal so ein Smiley da schicken würde. Aber wahrscheinlich hat er sowieso schon stumm geschaltet. Und er kriegt es gar nicht mit, wenn ich die Sticker schicke. Bloß man selber denkt, er kriegt's mit. 10 zu 1, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und da werde ich zu Dr. Arroganto. Und dann schieße ich so aus der Drehung. Und natürlich geht der Ball nicht rein. Und der geht an die Latte. 10 zu 1. Das war's wirklich komplett. Ja, egal. 10 zu 1. Lewandowski. Ja, da nochmal das 11. Ding reingedroschen. Und mal schauen, was der zweite Gegner für eine Mannschaft hat. Ich hoffe, ein Ticken besser, dass es hier vielleicht ein bisschen spannender wird. Weil das war natürlich eindeutig, dieses Spiel. Es ist eindeutig gewesen gegen Lubas. Gegen Lubas. So. Game Numero Dos. Und mal schauen, was der Gegner für eine Mannschaft hat. Aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel mehr, ne? Mit meinem 146er Team, da müsste ich halt... 144 mit Huntelaar. Ich habe mich gerade schon gewundert. Müsste ich eigentlich locker 1,345 Millionen Fans haben. Liegt halt daran, dass ich halt nicht so viel Versus-Angriff spiele derzeit. Ich nehme es mir immer vor. Aber irgendwie ist dann halt, ich habe es gestern oder vorgestern schon gesagt, leider ist die Zeit bei mir derzeit stark begrenzt, sagen wir es mal so. Stark begrenzt, sodass ich nicht alles so machen kann, wie ich es mir wünsche. So, ne? Deswegen... Hoffentlich habt ihr da ein bisschen Einsicht, sage ich mal.
Ich bin ja schon froh, dass heute die 20 Uhr Folge kommt. Das war heute echt eine... Ich hoffe, die Folge ist auch pünktlich. Ich weiß nicht, wann die letzte Folge unpünktlich war, die letzte 20 Uhr Folge. Das kam schon lange nicht mehr vor. Ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren oder so, da kam auch mal eine ab und zu eine 20 Uhr Folge. Nicht um 20 Uhr, sondern um 2020 oder um 2010. Aber das ist ja eigentlich schon lange nicht vorgekommen. Da muss man auf den Tisch klopfen, Jungs. Das macht, sagt man ja immer so, ne? Dreimal auf den Tisch klopfen, wenn es so bleiben soll. Ich hoffe, ihr habt's gehört. Ich hoffe, ihr habt meine Klopfer gehört. 8 zu 1, Klaassen Untela. GGGG, Kollege. GGGGGG. 9 zu 1, Faust in die Facecam, let's go. Sehr gut, Kollege. Sehr gut, Kollege. Lewandowski mit dem 10. Türchen. Beide Spiele hier zweistellig gewonnen. Und ich finde, Klaassen Untela, der spielt sich gar nicht so verkehrt. Okay, jetzt. Ja, moin. Ja, perfekt. Was war das denn, ey? Was war das denn? Messi, Flanke. Ronaldinho. Jedes Mal, wenn ich sage, ey, das ist gar nicht so verkehrt, mache ich kein Tor mehr. 11 zu 2. 11 zu 2. Flanke kommt rein auf Lewandowski. Kommt nochmal ein schönes Tor mit Huntela zum Abschluss. Das ist er doch mit der 22 hier. Das ist er doch. Ja, nee, kriege ich nicht hin. Egal. Egal, Jungs. GG. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Champions League-Abend. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder in alter Frische um 20 Uhr. Oh, morgen ist auch Champions League, ne? Oder müssen wir, Leute, wir müssen Playoffs am morgen richtig durchziehen, ne? Direkt 20:15 reinstarten oder am besten 20:10 Uhr sogar direkt in den Livestream reinhauen. Die 20 Uhr Folge dann morgen vielleicht ein bisschen kürzer. 8-9 Minuten oder so. Und dann, yalla, Abfahrt, bam, von 20:10 Uhr bis 21 Uhr bis 21:15 Uhr Playoffs am Month durchballern. 30 Siege holen, 30-0 in die Top 100 spielen. Und dann, ja... Champions League, weil morgen will ich natürlich auch Champions League gucken. Bayern spielt, oder? Bayern, doch, Bayern spielt morgen, Alter, Jungs. Also, also morgen gibt es einen Stream, das verspreche ich euch. Wenn Playoffs im Month morgen rauskommt, dann gibt es einen Stream. Und ich glaube, morgen kommt das raus. Aber dann ist der Stream wirklich Feuer. Das Feuer hinter, morgen Playoffs im Month, komplette Suchti, Suchti-Muchti. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüssi.